Susan Kai für den TTV Gönner, den sehen wir links. Und Lujan Błaszczyk, der Pole für den TTC Zugbrücke Grenzau. Zu steht unter Druck, denn er muss gewinnen, damit es hier vielleicht noch ein Unentschieden gibt. Wenn Błaszczyk gewinnt, ist alles egal, was auf dem anderen Tisch passiert. Dann hat Grenzau diese Bundesliga-Partie gewonnen. Błaszczyk, ein Spieler mit hohem Risiko, der immer sofort den Punkt sucht. Jörg, ich glaube, das ist nicht so unbedingt ein ganz angenehmer Gegenspieler, Lujan Błaszczyk. Also ein Spieler, der natürlich von seinem Aufschlag lebt, danach einen sehr, sehr risikoreichen Ball spielt. Und für jeden Spieler ist es schwierig, gegen ihn zu spielen, vor allem taktisch auch gegen ihn zu spielen. Und man wird es auch heute sehen, dass Susan Tsai öfters Probleme haben wird mit den Aufschlägen. Aber er muss damit leben, muss bei seinem Aufschlag sehr gut spielen und muss sich darauf konzentrieren, vielleicht bei seinem Aufschlag 4-1 oder 5-0 auch manchmal spielen zu können. Xu auch schon 36 Jahre alt, also die Routiniers halten noch sehr, sehr gut mit in der Tischtennis-Bundesliga. Auch er wird in der nächsten Saison noch dabei sein, hat den Vertrag verlängert bis 99 in Gönnern. Sein Spielsystem, das Spielsystem von Xu Senkai, fast ausschließlich auf den Vorhand-Topspin aufgebaut. Er ist nicht mehr ganz so schnell, der gute Xu Senkai, um die längeren Ballwechsel dann auf Dauer mitgehen zu können. Aber ungeheure Routine natürlich. Xu Senkai, Jörg, auch ein Gegner, gegen den Sie schon gespielt haben. Ja, ich habe vor allen Dingen auch in der Zeit gespielt, wo er für die chinesische Nationalmannschaft gespielt hat. Und es ist ein Spieler, der von seiner Vorhand lebt, der auch von seiner Beinarbeit lebt. Jetzt natürlich auch ein bisschen durch die Routine das Wettmachen muss, dass er nicht mehr so schnell ist. Aber man braucht nur die Beinmuskulatur von ihm anzugucken, dann weiß man, dass er immerhin noch ein sehr, sehr guter Spieler sein kann und vor allen Dingen mit seiner starken Vorhand immer sehr, sehr spektakuläre Bälle spielen kann. Man sieht bei ihm, dass er die Schlägehaltung extrem für den Vorhandgriff hat. Das heißt, dass er versucht, eigentlich fast immer mit der Vorhand danach den Punkt zu machen. Und für ihn ist es schwierig, mit der Rückhand ein Toastchen zu spielen. Deshalb spielt er mit der Rückhand eigentlich meistens nur einen geraden Ball, das heißt ohne Spin, einen Blockball oder einen Konterball. Und mit Vorhand versucht er, Toastchen zu spielen. Da hat man es gesehen, dass er wenig Druck in die Rückhand machen kann, den Ball zurückspielt. Aber Glück hat, dass Błaszczyk den Fehler macht. Er hatte einen schwarzen Tag in der Saison, der Xu Senkai. Das war das Pokalfinale gegen Frickenhausen. Da kassierte er zwei Niederlagen, aber zum Glück für ihn. Es blieb ohne Folgen. Gönner wurde Pokalsieger. Und um mal eine Zahl zu nennen, 1980, da war Timo Boll überhaupt noch nicht geplant, da war Xu Senkai schon chinesischer Vizemeister im Einzel. Und die beiden zusammen spielen sie doppelt, Timo Boll und Xu Senkai. Das ist auch etwas ganz Besonderes in der Tischtennis-Bundesliga. Und vielleicht sollten wir auch das noch sagen, Jörg, als Sie Ihren großen Erfolg feierten mit Steffen Fetzner in Dortmund bei der Weltmeisterschaft, da war Xu Senkai im Viertelfinale im Einzel. Also dieser Mann hat geballte Routine zu bieten und er ist immer noch ein absoluter Weltklasse-Mann. 11:7 die Führung. Eigentlich hätte man gesagt, bei Grenzau, Błaszczyk ist eigentlich im unteren Parkkreuz eine Bank. Auf seine zwei Punkte haben sie gezählt, aber es wird vielleicht doch eine schwere Aufgabe gegen Xu. Ich glaube, bei so einem Spielstand spielen immer die Nerven eine sehr, sehr große Rolle. Routine natürlich auch und da hat Xu seine Vorteile. Aber er muss natürlich, er führt jetzt 11:9, aber muss darauf achten, dass er bei seinem Aufschlag immer gut spielen wird. Und man sieht es, dass er wieder versucht, mit der Vorhand den Punkt zu machen. Und jetzt relativ gut ins Spiel kommt mit seiner Vorhand. Xu rückte ja in der Rückrunde der Tischtennis-Bundesliga auf Position 3 beim TTV Gönnern, weil Timo Boll auf Position 2 kam. 6:1 Siege immerhin. Im zweiten Parkkreuz. Es ist eine einzige Niederlage in der Rückrunde der Bundesliga. Aber auch er hat eine prima Bilanz vorzuweisen. Lujan Błaszczyk gehört auf jeden Fall zu den Topspielern im zweiten Parkkreuz. Auch seine Bilanz sollten wir nennen. 15:4. Da gibt es ganz wenige, die besser sind. Torben Bosig ist einer davon. Er im Moment der beste Bundesligaspieler im zweiten Parkkreuz. Also das sind schon zwei Top-Leute, die sich da gegenüberstehen.
Das war ein sehr, sehr cleverer Vorhand trotzdem von Xu, wo jeder mit gerechnet hätte, dass er einen sehr festen Ball spielt von der tiefen Vorhand. Spielt einen ganz weichen Ball in die tiefe Vorhand von Blaszczyk. Und man sieht, dass Blaszczyk doch ein bisschen zu weit vom Tisch wegsteht. Er hat nämlich auch den harten, festen Topspin erwartet. Überraschend tatsächlich, dass einige längere Ballwechsel zustande kommen. Błaszczyk ja eigentlich ein Spieler, bekannt für die ganz kurzen Ballwechsel. Aufgrund seines hohen Risikos, das er geht. Ja. 15-13 immer noch für Xu. Aber Błaszczyk jetzt mit seinen Aufschlägen natürlich im Vorteil, kann sich wieder heranarbeiten. Das ist das typische Spiel von Lucian Błaszczyk. Den Aufschlag und danach versuchen, so viel Druck wie möglich zu machen. Auch auf kurze Bälle, wo jeder eigentlich den Ball mit wenig Risiko über das Netz spielt, versucht er doch mit sehr, sehr viel Risiko zu spielen. Das ist natürlich auch eine ideale Konstellation in Grenzau. Da spielt er mit seinem ehemaligen Lehrmeister, mit Andrzej Gruber, zusammen auch noch Doppel. Und in der Nationalmannschaft hat Błaszczyk auch diese Rolle von Gruber übernommen. Die Führungsrolle im polnischen Nationalteam. Und sie sind ja nicht irgendwer, auch in der Europameisterschaft immer zu beachten, vor allem im Doppel 1996. Ich kann mich da erinnern an einen Halbfinalsieg gegen Roskopf und Fetzner. Und das ohne Chance, ja. Ich glaube, dass Błaszczyk und Gruber eines der besten Doppel in der Bundesliga ist. Und jeder spielt nicht gerne gegen beide, weil es unterschiedliche Spielsysteme sind. Błaszczyk einer, der druckvoll spielt, und Gruber einer, der den Ball sehr, sehr gut platzieren kann. Und das ist eigentlich die ideale Mischung für ein gutes Doppel. Der Pole, Błaszczyk, neu gekommen nach Grenzau, spielte vorher in der zweiten Liga bei Staffel Limburg. Aber er hat sich wieder herangekämpft, 17 beide jetzt, ein offenes Spiel auf jeden Fall zwischen Xu und Błaszczyk. Xu hat ja schon einen Krimi hinter sich heute gegen den eingesprungenen Chinesen, muss man ja sagen, von Grenzau gegen Wang, der zum Einsatz kam, weil Korbel passen musste aufgrund der Verletzung. Ein ganz enges Match. 22-20, 22-24, 23, 21. Eine Zitterpartie hat er also schon hinter sich. Es deutet sich eine weitere an. Ja, und ich glaube, dass er auch einen Vorteil hat, weil er hat heute schon Matchbälle abgewehrt und es gibt ihm vielleicht Auftritt für dieses Spiel. Aber dieser Punkt muss natürlich Lucian Błaszczyk machen bei 18 beide. Jetzt zwei Satzbälle für Xu und der erste Satz ist immer gegen Błaszczyk sehr, sehr wichtig zu gewinnen. René Storck zufrieden. Sie wissen schon, was sie an ihm haben und warum sie den Vertrag mit ihm auch für das nächste Jahr noch einmal gemacht haben. Aber Błaszczyk noch nicht geschlagen in diesem ersten Durchgang 2019. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Routine macht von Xu. Sehr stark. Er hat den Aufschlag direkt aggressiv angenommen, hat gewartet, dass der Aufschlag ein bisschen halblang kommt und sofort einen starken Vorhand nachgespielt. Sehr starke Phase von Zug.
Also, Xu führt 1:0 in diesem Spiel. Wir sind gleich zurück mit dem zweiten Durchgang. Und Gefrieren und TV Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift, wünschen gute Unterhaltung. Wir sind wieder in Breitenbach und mittendrin beim Spiel zwischen Xu und Borsztyk bei der vielleicht entscheidenden Partie dieses Bundesligaspiels zwischen Gönnern und Grenzau. Den ersten Satz hat Xu für sich entschieden mit 21:19. Jetzt allerdings führt Borsztyk der Pole mit 6:2. Der 23-Jährige, die Nummer 34 der aktuellen Weltrangliste und in der Bundesliga einer der Topspieler im zweiten Parkkreuz, 15:4, die hervorragende Bilanz von Lucian Borsztyk. Links, das ist René Storck, der Co-Trainer, und daneben war Danny Heister zu sehen, der holländische Spitzenspieler von Gönnern, der natürlich jetzt seinen Mannschaftskollegen anfeuert. Sie wollen natürlich das Unentschieden haben, die Spieler aus Gönnern, bevor es dann am Sonntag in Richtung Düsseldorf geht. Jörg, werden Sie wieder mit dabei sein gegen Gönnern im Bundesligaspiel? Ja, also ich bin jetzt wieder topfit und ich werde morgen in der Bundesliga gegen Hannover spielen. Und ich hoffe dann auch am Sonntag gut im Bundesligaspiel gegen Gönner, weil für uns sind es zwei wichtige Spiele. Wir wollen jetzt kein Spiel mehr verlieren in den nächsten drei Spielen, dass wir mit einem Punkt zumindest in die Playoff-Runde reingehen können. Vorsprung auf Grenzau. Also von daher also beste Gelegenheit für Jörg Roskopf, schon seine Gegner vom Sonntag so ein bisschen mal unter die Lupe zu nehmen. Wo wird es denn schwerer, gegen Heister oder gegen Boll? Jetzt sage ich gegen beide. Okay. Ich denke, dass es generell jedes Spiel ist offen, vor allen Dingen auch in der Bundesliga, wo die Konzentration bei den Spielern doch unterschiedlich ist. Und ich hoffe schon, dass ich beide Spiele gewinnen kann. Aber man spielt gegen zwei sehr gute Spieler. Und da muss man erstmal sehen, ich spiele dann zum ersten Mal gegen Timo Boll. Und da muss man erstmal sehen, wie so ein Spiel läuft. Ja. Kehren wir zurück erstmal hier an den Tisch, wo er hier deutlich führt, Lucian Borsztyk. 11:4. Das scheint eine schnelle Sache zu werden, dieser zweite Durchgang. Er hat am Anfang im ersten Durchgang eine hohe Fehlerquote, Borsztyk. Das hat sich ein bisschen verbessert, auf jeden Fall. Ein bisschen erheblich hat es sich verbessert. Xu in diesem zweiten Durchgang bislang fast ohne Chance. Entscheidet am Ende die Kondition, kann das sein? Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Spieler wie Xu eigentlich eine sehr gute Kondition immerhin noch haben müsste. Aber Blaschik hat jetzt ganz gute Taktik umgestellt. Er spielt jetzt viel mehr Xu in seine Vorhand an und das hilft ihm doch ein bisschen besser. Man sieht es hier, dass er ihn doch in der tiefen Vorhand sehr, sehr krass erwischt hat. Und ich glaube schon, dass die Taktik eigentlich auch sehr, sehr gut so ist. Ein solcher Spielstand, 15:4, gibt man sich selber da überhaupt noch eine Chance oder sagt man, okay, schenke ich mal diesen zweiten Satz her und konzentriere mich auf den dritten? Ja gut, das ist die Frage. Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann denkt man immer noch, dass man eine Chance hat. Aber ich glaube, dass Xu den Satz schon mehr oder weniger hergegeben hat, sich auch schon Gedanken gemacht über die Taktik von dem dritten Satz. Und es kommt sehr wahrscheinlich alles auf den dritten Satz drauf an in dem Spiel, weil auf der anderen Seite doch sehr wahrscheinlich Slobodan Grujic das Spiel gewinnen wird. Hatte ja auch Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison. Da zog er sich einen Bänderanriss zu, konnte auch einige Zeit fast nicht richtig trainieren. Inzwischen hat er sich wieder ganz gut berappelt, ist wie gesagt im zweiten Parkkreuz einer der besten Spieler. Bei Gönnern sowieso und auch im gesamten Bundesliga.
18:6. Błaszczyk fehlen noch 3 Punkte zum Satzgewinn. So, und jetzt haben wir gerade das Ergebnis auch vom Nebentisch bekommen und das bedeutet, dass diesem Spiel noch größere Bedeutung zukommt, denn Slobodan Grujic hat es geschafft, den Chinesen Wang zu schlagen aus Grenzau mit 2:1 Sätzen. 21:17 ging der dritte Durchgang aus zugunsten von Grujic, das heißt der Gesamtstand 5:4. Entweder er macht den sechsten Punkt oder Xu gleicht aus für Gönner. Das ist die Konstellation in diesem Match. Es wird ein sehr, sehr interessanter dritter Satz werden, weil ja, die Spannung jetzt ganz allein auf diesem Tisch liegt. Das hat so eine Art Pokalcharakter jetzt, wo nur auf einem Tisch jetzt nur noch gespielt wird. Alle Zuschauer konzentrieren sich drauf. Und jeder weiß natürlich, dass wenn Grenzer und Punktverlust doch sehr, sehr schwer wiegen kann. Das Vorgeplänkel vor dem großen, entscheidenden dritten Durchgang. Alles gelaufen in diesem zweiten Satz. Błaszczyk hat 21:10 gewonnen. Jörg, wem geben Sie die größeren Chancen? Das heißt 20:10, um Gottes Willen, wollen wir noch nicht den Bären erlegen, bevor er erlegt ist. Ein Netzaufschlag gewesen von Lucian Błaszczyk, ja, dass er dann zugegeben hat. Ja. Aber es wird sich nichts mehr viel dran ändern, glaube ich. Ob man jetzt zu 10 oder zu 12 oder zu 13 gewinnt, ich glaube, das spielt keine große Rolle, weil die Konzentration liegt ganz alleine jetzt auf dem dritten Satz da. So, jetzt haben wir es aber. Der zweite Satz also für Błaszczyk. Und wir hören mal rein bei den Betreuern von Grenzau. Links Peter Korbel, rechts Błaszczyk. Czy mogę tego serwo odebrać? Możesz, teraz bardzo dobrze odebrałeś. Tak? Bardzo dobrze. Spokojnie, krótko? Tak. Ale on będzie może przebiegał, uderzał, wiesz? I przebiegał. Z backendu na topspin sicher. 100%. Ja, mein Tschechisch ist auch überschaubar gut, beziehungsweise mein Polnisch. Deswegen werden wir Ihnen den Matchball zeigen von der Partie, die, von denen ich gerade eben schon das Ergebnis verkauft habe. Slobodan Grujic, hier haben wir schon die direkte Faust gesehen. Und wir sehen jetzt René Storck mit Xu Zhenkai. Nochmal der Satzball für den Grenzauer. Jörg, wem würden Sie die besseren Chancen in diesem dritten Durchgang einräumen? Kann man das sagen? Was deutet vielleicht darauf hin, dass Xu dieses Spiel gewinnen kann? Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für Xu. Man hat gesehen, dass Błaszczyk, nachdem er die Taktik umgestellt hat, Anfang des zweiten Satzes doch relativ klar den zweiten Satz dominiert hat. Und da müsste sich schon Xu erheblich steigern und vor allem die Fehlerquote bei Błaszczyk müsste wieder zurückkommen, wie im ersten Satz. Er hat nämlich eben im zweiten Satz eine sehr, sehr geringe Fehlerquote gehabt und das ist immer sehr wichtig in seinem Spiel. Wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er merkt, er hat einen guten Touch für den Ball, dann spielt er doch viel, viel besser. Aber man weiß es nicht. Ich glaube, dass Xu jetzt Aufschlag hat und wenn er einen guten Start hat, dann ist der dritte Satz mit Sicherheit offen. Und wir wollen natürlich hoffen, dass er lange offen bleibt. 1992 war er mal Nummer 11 der Weltrangliste, seine beste Platzierung. Er bestreitet jetzt keine internationalen großen Turniere mehr, deswegen keine Weltranglistenplatzierung von Xu Zhenkai. Wie gesagt, Błaszczyk im Moment auf Rang 34. Wie sind Ihre Spiele so ausgegangen gegen diese beiden Herrschaften, gegen Xu? Gegen Xu habe ich jetzt in der Bundesliga doch relativ oft gewonnen. Aber wie er in seiner besten Phase war, dann war es gegen ihn sehr, sehr schwierig zu spielen, weil man hat gemeint, er wäre überall mit seiner Vorhand gewesen, er war so schnell gewesen, man hat nur seinen roten Belag gesehen und es war doch schwierig, gegen ihn zu spielen und gegen Lucian Błaszczyk. Ich glaube, spielt jeder Gegner ungern und ich auch. Wir werden uns bei den Europameisterschaften sehr wahrscheinlich wiedersehen in der Mannschaft, weil wir mit den Polen zusammen in einer Gruppe sind und
Da hoffen wir natürlich, dass wir besser abschneiden. Jörg, Sie sind ja auch nun wirklich unheimlich lange schon dabei im Bundesliga-Geschäft, wenn Sie es mal vergleichen so zu den Anfängen Ihrer Karriere und heute. Was hat sich auch im Spiel verändert, vielleicht auch im unteren Parkkreuz, beziehungsweise bei den Spielern, die vermeintlich die Schwächeren sind? Was hat sich verändert in der Tischtennis-Bundesliga? Ja, wie ich angefangen habe, Bundesliga zu spielen, waren noch sehr, sehr viele deutsche Spieler da. Vor allen Dingen für mich natürlich auch viele Legenden damals noch mit Ralf Bosig, Peter Stellwag, Engelbert Hüging. Das sind alle Spieler, die jetzt natürlich ihre Karriere beendet haben, aber für mich früher doch sehr, sehr große Vorbilder auch gewesen sind. Und es war schwierig, gegen alle zu spielen. Und es ist natürlich viel dynamischer geworden jetzt das Spiel. Vor allen Dingen der Aufschlag ist sehr, sehr wichtig geworden. Man sieht, dass Blaschik von seinem Aufschlag lebt vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, doch sehr stark den Aufschlag trainieren und das Spiel auf den Aufschlag eigentlich zugeschnitten bekommen. Hier ein Kantenball, deshalb auch die Entschuldigung von Boschczyk. Sind Sie auch ein Verfechter der Meinung von vielen, die sagen, der Aufschlag hat eine viel zu hohe Bedeutung im Tischtennis, muss entschärft werden, man muss sich anderes einfallen lassen? Würden Sie dem zustimmen? Ja, mit Sicherheit würde ich dem zustimmen. Nur es muss natürlich auch viele Tests gemacht werden, müssen auch viele Turniere mit einem anderen Aufschlagregel gespielt werden. Weil die langen Ballwechsel, die man sieht, die sind sehr, sehr interessant. Und es ist schwierig für einen Zuschauer zu verkaufen, welchen Schnitt jetzt in dem Aufschlag drin ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Aufschlag, wo man sehr lange für trainieren muss. Aber es ist doch sehr schwierig, weil der Ball so starke Umdrehung bekommt, dass es auch für einen Gegner, der täglich Tischtennis trainiert und spielt, doch schwierig ist, die Drehung und vor allem auch den Spin und den Effekt zu erkennen. Es ist schwer zu erkennen, obwohl der Ball eine Kontaktzeit von einer 500stel Sekunde nur etwa hat auf dem Schläger. Eine ganz interessante Zahl, wie ich meine. Vielleicht noch eine hinterher. Der Ball in der Anfangsphase des Schlages kann er rund 150 Umdrehungen pro Sekunde erreichen. Also eine ungeheure Rotation, die da erreicht wird. Die können wir Ihnen auch durch die langsamste Slow-Mo nicht genau dokumentieren, diese Rotation. Aber wenn einer wie Jörg Roskopf das sagt, dann müssen Sie das glauben, liebe Zuschauer. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und mancher so leicht aussehende Fehler wird dadurch vielleicht auch verständlicher, wenn man sich das mal vor Augen führt, diese Ballrotation. Und eine sehr, sehr harte Vorhand, vor allem auch von Süsenzai, kann eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 160, 170 Stundenkilometer erreichen. Und das auf einem sehr, sehr kleinen Weg, weil die Distanz von Netz zu dem gegnerischen Tisch ist doch sehr, sehr gering. Und deshalb merkt man schon, welche große Reaktionsfähigkeiten die Spieler haben müssen. Zu steigert sich richtig hinein. Er hat natürlich jetzt auch einen Vorteil. Die Zuschauer, die stehen wie eine Wand hinter ihm. Vielleicht kann das sogar am Ende die Entscheidung bringen. Oder Jörg, die Zuschauer, bringen die überhaupt irgendeine Bedeutung? Ja, mit Sicherheit kann das eine sehr, sehr große Bedeutung haben, wenn man, so wie ich schon gesagt habe, nur noch ein Tisch jetzt gespielt wird. Und die Spannung steigt, die Zuschauer sind auf einer Seite, beklatschen jeden Punkt. Das ist doch, glaube ich, sehr, sehr wichtig und gibt dann doch immer Auftrieb. Aber für ihn ist jetzt wichtig, so schnell wie möglich einen Punkt zu machen vor dem Seitenwechsel, dass er vielleicht mit einem kleinen Vorteil in die zweite Hälfte vom dritten Satz gehen kann. Das ist die Chance jetzt. Und wieder Kantenball. Der Kantenball von Boschczyk. Ich glaube, das ist wirklich nur Glück oder Pech, je nachdem. Das kann man, glaube ich, nicht trainieren. Ja, das wäre schön, wenn man das trainieren könnte, dann wird man das viel, viel öfter sehen. Also es ist ein sehr, sehr glücklicher Punkt, vor allen Dingen hier, wo Blaschik in der absoluten passiven Phase war. Aber es gehört auch dazu. Ich habe immer früher gesagt, Glück hat der Tischtiger. Und wenn man im Training sehr viel trainiert, dann hat man vielleicht auch im Spiel ein bisschen mehr Glück als einer, der doch im Training vielleicht auch nicht so der große Beißer ist. Ja. Und das war immer eine sehr einfache Regel, aber hat sich oft bewahrheitet. So, die Seiten sind gewechselt worden. Der Stand 10-8 für den Mann aus Gönnern, für Xusen Kai.
Liebe Zuschauer, falls Sie sich wundern, dass oben eingeblendet ist als Dauerspielstand sozusagen das 3:5 für Gönnert gegen Grenzau. Das hat eine ganz einfache Erklärung. Wir wissen ja nicht, ob das Spiel, was gerade Grujic gewonnen hat gegen Wang, überhaupt in die Wertung kommt. Dann nämlich, wenn Błaszczyk gewinnt, dann hat Grenzau tatsächlich dieses Spiel mit 6:3 gewonnen. Dann hat er nämlich den 6. Punkt gemacht, weil dieses Spiel Vorrang hat vor dem anderen Spiel auf Tisch 2. Ein bisschen kompliziert scheint es, aber ich glaube, Jörg, ich habe es richtig erklärt. Das Spiel, dieses Spiel hier zwischen Zu und Błaszczyk hat Vorrang vor dem Spiel, was schon vorbei ist. Ja, es steht in dem Tableau, steht es auf der höheren Position. Deshalb ist das Spiel, das jetzt zählt. Ja? Es gibt entweder gibt es ein 6:3 für Grenzau oder ein 5:5. Nicht immer ganz einfach zu durchschauen, diese Spielregeln, dieser Modus. Aber ich glaube, jetzt ist es hinreichend geklärt. Zu steht auf jeden Fall mehr unter Druck. Er muss dieses Spiel gewinnen, sonst gibt es hier eine Heimniederlage für Gönner. 11 beide im dritten Durchgang. Alles offen. Kann man jetzt noch großartig taktisch was verändern, Jörg, oder ist das jetzt ein Selbstläufer, dieses Spiel? Ja, ein sehr guter Spieler, vor allen Dingen ein mental sehr starker Spieler, würde vielleicht jetzt mal kurzzeitig die Taktik ein bisschen ändern, um dann vielleicht zum Schluss mit der alten Taktik wieder zurückzukommen. Aber das muss jeder Spieler selbst wissen, da hat jeder Spieler Erfahrung und man wird sehen, wie jetzt Xu das spielt. Aber ich habe Xu noch selten so heiß für ein Spiel laufen sehen wie heute. Er spielt wirklich ein sehr, sehr gutes Tischtennis und für Błaszczyk wird es sehr, sehr schwierig, überhaupt heute das Spiel zu gewinnen. Eine schwere Aufgabe für ihn. In der Hinrunde haben sie ja nicht gegeneinander gespielt, denn da war Xu noch im oberen Parkkreuz bei Gönnern. Timo Boll war im hinteren Parkkreuz zu finden. Jetzt haben die beiden getauscht. Also dieses Spiel hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Er geht ein hohes Risiko, genauso wie sein Gegner. Und das macht dieses Spiel natürlich jetzt auch richtig interessant. Wer wird für seine hohe Risikofreudigkeit belohnt? Zu oder Błaszczyk? 14 beide. Die Fans sind aufgewacht, und zwar schon ganz lange sind sie aufgewacht. Sie stehen hinter Xu. Jetzt ist es wirklich ein richtiger Heimvorteil. Und der Fanclub aus Grenzau, die Brexbach-Haie, sind ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie haben noch keinen Grund zum Pessimismus. 15 beide, dritter Satz. Das ist jetzt eine Phase, wo jeder Spieler sein Ausschlagspiel durchbringen muss. Und Xu hat jetzt in dem dritten Satz zweimal mit 4-1 gespielt, einmal mit 3-2 gespielt. Und jetzt wäre es natürlich wichtig, wieder an 4-1 vielleicht bei eigenem Aufschlag nachzulegen. Und das war natürlich ein sehr, sehr starkes Spiel. Aus der ganz tiefen Rückhand den Ball noch parallel zu spielen, da muss man sehr schnell auf dem Bein sein, um so einen Ball so gut platzieren zu können. Ein Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften wäre, glaube ich, Borussia Düsseldorf nicht so unrecht, oder?
Ja, sicherlich ist es für uns besser, wenn jetzt Grenzer heute einen Punkt abgibt, aber ich glaube, für die Bundesliga ist es okay, wenn wir in die Playoff-Runde mit einem Punkt Vorsprung gehen und dass die Playoff-Runde wirklich sehr, sehr spannend wird. Und man hofft, dass die Playoff-Runde bis zum letzten Spiel Grenzer Düsseldorf hoffentlich dann offen bleiben wird und es wird dann zu einem reinen Endspiel kommen. Sie haben sich ja mal sehr kritisch geäußert über den neuen Modus, über diese Playoff-Runde. Das wollen wir jetzt nicht so vertiefen, aber ich glaube, Sie hätten schon gerne wieder das System mit den Halbfinals. Ja, weil es dann zu einem richtigen Endspiel kommt, wo die zwei besten Mannschaften zusammenspielen. Und es war, glaube ich, eine Sache, die man jetzt probiert. Und man hat nächstes Jahr noch ein Jahr und danach muss man es wieder zusammensetzen. Vielleicht ändert man es dann wieder. So, entscheidende Phase in diesem Spiel jetzt. Xu führt 18-16 und hat noch einen Aufschlag. Sehr wichtiger Aufschlag. Und er macht den Punkt. Ganz schwere Aufgabe jetzt für Borsztek. Er liegt 16-19 zurück. Kann natürlich jetzt nochmal mit seinem Service versuchen, wieder heranzukommen. Aber er hier hat noch zwei Punkte zu machen. Dann hat er den Punkt gemacht für Gönnern. Und das würde bedeuten, unentschieden zwischen diesen beiden. Aber so weit sind wir noch. Jetzt kann Lucian Blaschik beweisen, ob er ein guter Aufschlagspieler ist. 16-19. Und er hat die Chance, danach den Punkt zu machen, nach dem Abschluss. Das ist für ihn eine gute Möglichkeit. Da hat man gesehen, ein sehr guter Aufschlag, kurz in die Vorhand von Xu. Und danach hat auch ein sehr, sehr guter Rückhandball nachgespielt. Und Xu war schon 3, 4, 5 Meter hinterm Tisch gewesen. Er kommt wieder heran, nur noch 19-18. Auch hier hat er versucht, wieder aggressiv gleich zu spielen, die Vorhand. Aber ins Haus, 19-18. Die Formel-1-Fans sollten dranbleiben, denn gleich ist ihre Zeit gekommen. Aber dieses Finale hier, dieses Finale zwischen Gönnern und Grenzau, das wollen wir natürlich jetzt mitnehmen. Die Entscheidung steht kurz bevor. 2 Matchbälle für Xu. Aber das hat wenig zu sagen. Er hat jetzt noch zwei Möglichkeiten bei seinem Aufschlag. Aber der Druck ist natürlich jetzt unglaublich groß für Blaschik. Und man hat es auch gesehen, dass Xu das merkt, dass er den Druck erhöhen kann. Da war es nur noch ein Matchball. Ich glaube, Speedy Fetzner gegen Masunov war mal 34-32. Das wollen wir uns jetzt für die Formel 1-Fans nicht erhoffen. Nee! Borsztek gleicht aus. 20-22. Die Spannung kann jetzt eigentlich kaum noch übertroffen werden. Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass Borsztek das noch hier herumbiegen kann und zumindest wieder ausgleichen kann. Aber Jörg, Sie haben recht gehabt. Der Aufschlag hat ihn noch mal wieder herangebracht. Jetzt wechselt der Aufschlag nach jedem Punkt, liebe Zuschauer. Alles offen. Ich glaube, jetzt gibt es einen sehr risikoreichen Rückschlag von Blaschik, der in tiefe Vorhand sehr wahrscheinlich gehen wird. Ja. Das war sehr gut gespielt von Blaschik. Jetzt hat er den großen Vorteil. Er führt und er hat Aufschlag. Jetzt Aufschlag. Aus ist der TTC Grenzau, gewinnt beim TTV Gönnern mit 6-3. Jörg, ich glaube, am Ende war es zwar knapp, aber ich glaube, am Ende ist es doch auch verdient für Grenzau. Trotz Verletzung von Korbel haben sie sich hier durchgesetzt. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Jörg, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Hat Spaß gemacht. Sonntag geht's Düsseldorf gegen Gönnern, neues Spiel, und wir machen weiter bei Harald Schulz. Grenzau